Hier, süß, ne? Ja, das ist der Fritzi. Ist erst 14 Tage ist er alt. Ja, du musst auch sagen, wie du heißt, Heinrich. Ja, Heinrich. Fietje? Ja, also ich bin Fietje. Und... ja, was soll ich jetzt sagen? Ich bin Knut und ich wünsche mir eine tolle Frau mit 50. Und die kann an Tresen arbeiten, wenn sie will. Oder auch mit mir Motorrad fahren. Hallo, ich bin Heinrich. Nochmal, bitte. Ja, ich bin gefühlte 30. Ein bisschen älter bin ich schon, ne? Moin, ich bin Heinrich und ich suche eine Frau um 40. Tierlieb. Und Tierlieb ist mir wichtig. Wie soll die Frau aussehen? Ja, wie normal. Mit Kopf und allem drum und dran. Meinst du, mit der Schleife ist zu viel? Sehr gut, Heinrich. Danke. Tschüss. Suche für 3 fleißige, liebevolle Männer die passenden Ehefrauen. Alter und Aussehen egal. Oh. Gerne tierlieb. Wieso denn tierlieb? Das sieht aber nach einer Riesensauerei aus, du. Also Helena könnte man gebrauchen. Und die klärenden Vater. Aber da, wo die sich rumtreibt, da findet die sowas garantiert nicht. Und du? Kannst du dir das vorstellen? Was meinst du? Wieder ein Mann. Oh, nee, das ist vorbei. Dafür bin ich selber viel zu... selber. Jetzt komm, lass mich nicht reden, Kleiner. Was hat er denn heute wieder? Will nicht drüber reden. Naja, der ist ja auch schon sehr lange über das Verbandsdatum. Dabei ist er gar nicht so alt wie du. Oh. Danke. Du wirst im Büro vom Personalchef erwartet. Ich mache aber erst den Auftrag fertig. In Ordnung. Langsamer fahren, langsamer. Dann geht das endlich in deinen Kopf. Du hast nicht mal nach hinten geguckt. Wieder so weit. Mein Bruder? Ja. 10 Minuten länger leuchten lassen. Ja. Geh schon mal rein, in 10 Minuten bin ich wieder da. Die Hülle bricht auch bald zusammen. Morgen. Morgen. Oh, ist noch jemand drin? Willst du einen Kaffee so lange? Ja, klar, gerne. Schöne Bluse hast du an. Ja, ich habe abgenommen. Jetzt passen mir sogar wieder die alten Sachen. Siehst du, ist auch der Zucker zu weit gut. Hier.
Ich darf die sowieso nicht mehr essen. Ach, Renatchen, du bist wie eine Mutter zu mir. Renate? Hab ich was falsch? Nee. Was ist denn mit dem Heinz los? Ich habe ihm gerade gekündigt. Dem Heinz? Warum das denn? Willst du einen Kaffee, Mutter? Na, ich hab schon. Setz dich doch bitte. Hat er was ausgefressen? Nein, dazu, ich muss die Hälfte vom Zwischenlager dicht machen. Die Lagergebühren erhöhen die Produktionskosten so gewaltig. Wir sind einfach nicht mehr konkurrenzfähig, verstehst du, Mutter? Ja, das ist auch der Grund, warum ich nur noch die Hälfte der Gabelstaplerfahrer benötige. Ja, aber der Heinz, mein Gott, das ist ja so ein treuer Kerl. Der hat doch niemanden. Wo soll er denn jetzt hin? Ja. Er hat nur die Firma. Aber andere haben Familie, Kinder. Mensch, Mutter, ich muss es doch irgendwie sozial verträglich. Und der Heinz, der hat die meisten Fehlzeiten. Ja, Fehlzeiten, ja, mein Gott, normal. Die habe ich auch. Aber der findet doch nichts mehr. Der ist doch mindestens, mein Gott, wie alt mag er sein? 51. 51, siehst du, genau wie ich. Die Hälfte von den Fahrern, hast du gesagt. Es tut mir leid. Ich weiß schon. Ich habe nur einen Zeitvertrag. Zu viele Fehlzeiten, zu alt und keine Familie. Aber das ist doch uns. Charlotte und mich. Hm? Wir sind deine Familie. Wir helfen dir. Ich könnte dich auch einstellen als Tagesmutter. Mutter! Ein Sohn, der auf meiner Seite steht, wird mir schon reichen. Komm jetzt, ich hab eine Taufe. Ich hab einen Schädel. So, hol die Kühe. Ich bin müde. Die Tiere haben Schmerzen. Ja, ich habe auch Schmerzen. Wann begreifst du endlich, dass du Verantwortung hast für das hier? Du passt doch hier viel besser rein als ich. Hol die Tiere.
Frau Koslowski? Herr Berchow, wieder auf dem Bein mit dem bösen Knie? Die Miete ist noch nicht auf dem Konto. Ich kläre das mit der Bank. Das dauert doch Jahre, bis ihr da oben seid. Der Pastor hat gesagt, in diesem, wie heißt das noch, Süderob, da gibt es überhaupt keinen Bahnhof. Inge, das ist doch Quatsch. Ich fahre euch da hoch. 300 Euro ist billiger als die Bahn. Ihr seid ratzfatz oben und bequemer ist es auch. Inge, Mann, ich brauche den Job. Da mach dir mal keine Sorgen. Das Auto ist gar kein Problem. Die Frauen kommen. Welche Frauen? Die von der Anzeige. Welche Anzeige? Ach Heinrich, Mensch, die Anzeige, die ich für euch aufgegeben habe. So habe ich schon vergessen. Herrgott, wenn es unbedingt sein muss. Ist was, Heinrich? Nee, ist alles ruhig. Kannst du noch? Nee. Hätte ich mir gleich denken können. Überhaupt kein Problem. Wir hätten jetzt schon in Osnabrück sein können. Ah, keine Bange, in 10 Minuten sind wir auf der Autobahn. Hier, warte mal ein paar Minuten. Hallo Mutter. Hallo. Schön. Ja, wir haben uns schon Sorgen gemacht. Für Biene. Oh. Danke. Willst du mit reinkommen? Nee, ich brauche den Bus. Was, wieso? Hast du ihn in 3 Tagen wieder? Kannst du den Polo haben? Ja, aber ich brauche den Bus. Ja, geht aber nicht. Ich habe Charlotte und Biene versprochen, dass wir eine Fahrradtour machen und die Räder sind schon aufgeladen. Entweder gibst du mir den Schlüssel von dem Bus oder... Oder was? Was denn? Ich brauche im Moment jeden Job. Und ich will Inge und die Frauen da... Die will ich mit ihrem Gepäck nach Norddeutschland fahren. Was ist das denn schon wieder für eine Scheiße? Echt? Mutter, ich weiß, dass es schwer für dich ist, aber wenn du Geld brauchst, dann komm doch zu mir. Ich verdiene mein Geld, so wie ich das will, ja? Aha, klar. Wieder in der Kneipe oder Leuten Biokosmetik andrehen oder im LKW rum. Ja und? Was ist daran so schlimm? Gar nichts, es ist nur verdammt peinlich. Ja, Mikis. Nenn mich nicht Mikis, hör doch mal endlich auf damit, ich heiße Michael. Ja klar, Mikis ist ja mein kleiner Hosenscheißer, oder? Und Michael ist der große Personalchef, der seine peinliche Mutter auf die Straße setzt. So, weißt du eigentlich, wie peinlich du bist? Mit deinem Haus hier, deinem Vorgarten und deiner Frau Zuckerzange, die da wieder hinter der Gardine steht, mit Sommerohren? Ja, dir ist einfach nicht zu helfen, Mutter. Mikis, jetzt... Mikis, ich... Oh. Oma! Hey, Biene, mein Schatz. Grüß dich. Hier sind die. Auswendig.
Aber das hier ist mein Auto. Du hast es doch geklaut. Also wenn wir jetzt essen wollen, finde ich Zigaretten auch nicht so toll. Also ich sag jetzt mal nichts. Petra, ich habe Helena noch gar nichts gesagt. Also ich habe gesagt, dass Stefanie und ich wegen so einer Annonce hier hochfahren, aber... Ja, und womit hast du so gelockt? Mit Urlaub für Lau. Hör mal, ich fühle mich da gar nicht so wohl mit. Wie sagt der Esel was Besseres als den Tod finden wir alle mal? Ich habe sogar meinen Job bei der Bank gekündigt. Echt? Warum hast du nicht erstmal nur Urlaub genommen? Damit ich nicht mehr zurück kann. Mein lieber Scholli, du... Petra, du holst uns doch in 14 Tagen wieder ab, oder? Ja, was ist, wenn du die Liebe deines Lebens findest? Dazu muss ich dir ja erstmal suchen. Ja, aber... Mal checken, wo wir hin müssen. Ja. Ey! Sie können mir doch sicher sagen, wo ich den Popen hier finde, oder? Ja, wenn Sie den Pastor meinen, der bin ich. Hans-Peter? Petersen. Hans-Uwe Petersen. Ich heiße Petra und bringe die Frauen. Ja, wie? Hi. Ja, wie? Wir haben doch telefoniert. Ja, wir hatten gesagt, das nächste Wochenende. Nächstes Wochenende? Nee. Besser eure Jacke wie Hose. Wo lade ich die Mädels denn ab? Ach, sie gehören nicht zu denen. Sehe ich so aus. Hey, Mann. Der hat gesagt, er muss den Männern erstmal Bescheid sagen. Mein Gott, ist das eine Schnarchnase. Ich muss auf Klo. Wir warten da in der Kneipe. Los, kommt. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Ja, so habe ich mir meine Traumferien vorgestellt. Urlaub auf dem Schrottplatz. Kriegen wir schon wieder. Komm, Mädels, pack mal mit an hier. Guck mal, es ist fast alles gestrichen. Es gibt nur noch Würste mit Kartoffelsalat. Und wo sind die Pferde? Du musst Knut sein. Ja, also das sind die Frauen, die ihr bestellt habt. Gib bitte ein Schwammtuch. Wo ist denn das Klo? Ja. Ein Schwammtuch? Sagen Sie, Herr Knut, gibt es hier vielleicht auch was zu essen? Ja. Was ist mit dem Kartoffelsalat? Noch nicht fertig. Aber Kartoffeln gibt es schon. In der Küche. Ich komme zurecht. Ich helfe dir, Inge. Wir helfen mit, so viel geht das schneller. Wo sind die Frauen? In der Küche. Hast du ihnen schon die Zimmer gezeigt? Wieso? Ja, wieso? Weil sie erst mal bei dir wohnen werden. Nee. Das war aber so ausgemacht. Ich nehme die Älteste. Ja, ich frage ihn. Ja. Na, die nicht. Die andere. Ach, passt schon. Alles klar?
Knut möchte Ihnen jetzt die Zimmer zeigen. Ja? Ich dachte, die Jungs holen die Mädels einfach ab und fertig. Haben Sie das wirklich gedacht? Ja, so ähnlich. Vielleicht. Nein. In der Werkstatt hätte ich noch einen Druckreiniger. Vergiss es. Ja, Knut hat schon jahrelang keine Gästezimmer mehr vermietet. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Also Inge, du nimmst die Mansarde und Helena und Clara das große Zimmer da hinten, ja? Ja, und du und Stephanie? Hans-Uwe, du hast im Passerat auch noch ein Gästezimmer. Ist doch alles Paletti. Der Passerat ist kein Hotel. Machen wir unser Frühstück eben selber. Wo ist denn hier ein Aschenbecher? Hier wird normalerweise nicht geraucht. Kein Problem, das Ding geht auch. Und das Badezimmer? Das ist privat. Wo ist denn hier das Bad? Kartoffelsalat, der nicht nach Motoröl schmeckt. Wenn du weißt, was du willst, musst du machen, dass du hinkommst. Ja, Stephanie, wollen Sie sich nicht zu uns setzen? Ach so, du bist es. Warte mal, warte. Ja. Hier. Ja. Ja, habe ich dir ja versprochen, ne? Ist das Fritzi? Mhm. Wir können natürlich auch einen anderen Hasen haben, wenn der dir nicht gefällt. Nein, das ist doch der schönste Hase der Welt. Oh, ist der süß. Kann man den streicheln? Den muss man sogar streicheln. Hör mal, wie findest du eigentlich den Typ da gegenüber von dem Hasenohr? Weiß ich nicht. Ja, was machen wir jetzt mit dir? Hm? Du kannst ja gar nicht bei mir im Pastorat wollen, oder? Nur, dann nehme ich ihn wieder mit. Du kannst ihn ja morgen mal auf meinem Hof mal besuchen, wenn du willst. Und dann zeigst du mir alle anderen Tiere und so. Ja, sicher. Ich muss aber! Entschuldigung. Haben die noch eine Reservefrau mitgebracht? Nur die Fahrerin. Reißt wieder ab. Wo ist denn dein Knut? In der Werkstatt. Der fummelt nach dem Vergangenen. Das ist der Name. Und du stehst hier wieder am Tresen. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das finden soll. Oh, es sind ja nur noch wir beide übrig, ne? Wieso? Auf dem Foto siehst du dir nicht besonders ähnlich. Wo hast du das Foto her? Hast du mir noch geschickt? Ach, so ist das. Das ist ja wohl das Letzte. Also das habe ich echt nicht nötig, wirklich nicht. Ich bin doch keine Bedürftige oder schwer vermittelbar. Eine super Idee von dir. Vittier, du wart doch mal, du weißt doch, dass... Das wird schon, Pastor. Sieht aber nicht danach aus. Und Geld gibt's erst nach erfolgreicher Vermittlung. Was denn für Geld? Ja, Vermittlungsgebühr. Wie viel? 3.000 Euro.
Und wer zahlt hat? Er. Aber nur bei erfolgreicher Vermittlung. Wir müssen was klären. Hör mal, wenn du mich linken willst, ja? Ich wüsste nicht, wann ich Ihnen das Du angeboten hast hätte. Hast du ja auch gar nicht. Aber der Deal war, jeder von den Männern gibt dir 1000 Euro. Ich bringe die Mädels hoch, du gibst mir die Kohle und gut ist. Aber wir hatten gesagt, bei erfolgreicher Vermittlung. Ja, und die Mädels sind vermittelt, sind doch da. Ja, aber nicht erfolgreich vermittelt. Was soll denn das heißen? Wann ist denn die Vermittlung erfolgreich? Ja, wenn sie Händchen halten, wenn sie küssen, wenn sie poppen, oder? Es sollten Tendenzen erkennbar sein. Und wer will das kontrollieren? Passen Sie auf, ich mache Ihnen einen Vorschlag, Frau Koslowski. Eine Woche. Ich muss morgen zurück. Und dann sehen wir weiter. Wollt ihr doch mal meinen Hof angucken? Ja, geht das? Ja, sicher. Ja, sicher. Kleine, du musst nichts machen, was du nicht willst. Ja, aber ich will ja. Dann musst du machen. Ja? Oh, Herr Berchow. Ja, das ist im Moment ganz schlecht. Ich bin im Ausland, geschäftlich. Ich habe hier kein Netz. Wo sind denn die Pferde? Keine Ahnung, vielleicht pennen die noch. Oh Manu. Wo ist denn deine Mama? Die pennt auch noch, wie immer. Und Oma Inge? Die putzt. Wie immer. Rauchen kann die Spermatozoe entschädigen und schränkt die Fruchtbarkeit ein. Mensch, ist ja gut, dass mir das mal einer sagt. Und wer ist mit einer kleinen Fahrradtour? Wir können ja die Pferde wecken. Gute Idee. Ja, genau. Ich hab Handschuhe an. Das ja. Ist so scheiße. Meint ihr? Also los, komm, Kleines. Speedy! Entschuldigung! Hey, Sie! Sind Sie wahnsinnig? Was heißt hier Entschuldigung? Ich hätte tot sein können! Ich rufe die Polizei! Moin. Moin. Wo sind die Pferde? Die Pferde? Ja, die sind da drin. Aber wunder dich nicht. Die haben sich verkleidet und machen dann da und Muh. Das sind ja Kühe. Und die stinken. Oh, das finde ich aber nicht, Clara. Ich finde, das riecht würzig. Würzig? Ja, würzig. Außerdem gewöhnt man sich da dran. Sie würden sich an den Geruch gewöhnen? 20 Jahre jünger wäre? Vielleicht. Ich heiße Petra. Fietje. Und die Kurze, das ist Clara, die Tochter. Elena, ja, die Tochter von Elena, ich weiß. Hör mal, Fietje. Sind da die Pferde drin? Ja, guck doch mal rein. Ja, das ist mein Spielzimmer. Was kann man denn hier spielen? Na, guck mal. Das habe ich gebaut.
Da war ich so alt wie du. Ach, Neuseeland, ein Traum, oder? Ja. Irgendwann werde ich dort leben. Und dann? Boote bauen. Ich bin gelernter Bootsbauer. Ja, was ist denn mit dem Hof? Oh, eigentlich sollte mein Bruder den Hof übernehmen. Aber der wollte lieber Passau werden. Und als unsere Eltern dann gestorben sind, haben alle auf mich eingeredet. Na, hast du die einkochen lassen? Na, das ist hier so. Pferde sind aber viel besser als Boote. Mhm. Kühe sind aber auch nicht schlecht. Soll ich dir das Mecken beibringen? Wenn du unbedingt willst. Na ja, dann. Komm. Appetit. Danke. Na? Wow. Hast du Clara gesehen? Die ist einfach abgehauen. 80er Baujahr? Aber die Ventile, die müssten mal nachgestellt werden. Ist doch scheißegal jetzt. Weißt du, wo Clara steckt? Ich würde in meinem Stall versuchen. Hör mal, ihr könnt da mit den Rädern nach Hause fahren, ne? Ich finde, wir sollten die beiden mal ein bisschen alleine lassen. Was ist, soll ich fahren? Ja, so weit kommt es noch. So, festhalten, ich zeig Ihnen mal was. So, Daumen und Zeigefinger machen einen festen Ring. So. Und die anderen Finger machen nach und nach eine Faust. So. Und dann so. Tut das nicht weh? Nö. Emma ist ganz froh, wenn sie ihre Milch los wird. Warum hat sie denn so vier Dinger? Zwei würden doch auch reichen. Vielleicht, weil wir beide zusammen vier Hände haben? Emma stinkt eigentlich gar nicht so dumm. Nee, ne? Eigentlich ganz würzig. Stimmt, echt lecker. Clara, ich hab dich überall gesucht. Mama, ich kann mich jetzt nicht um dich kümmern. Ich muss jetzt hier melden. Der sich das letzte Mal am Meer war. Ja, bei mir auch. Echt? Das ist Ihre Heimat hier. Wenn die Heimat dauernd um einen herum ist, dann spürt man sie kaum. Ich wollte immer nur weg, weit weg. Heimat, das war für mich nie irgendwie ein bestimmter Ort oder so, sondern mehr die Leute, also bestimmte Leute, die mir so... Ja, vielleicht ist Heimat ja auch nur eine Erinnerung, was schön ist, an sowas wie Kindheit, aber die wirkliche Heimat, die verändert sich ja dauernd. Oh, das Meer nicht. Mein Glück. Ich finde das so beruhigend, dass das Meer immer da ist. Vor 100 Jahren, da sah das hier genauso aus. Wenn man nicht so genau hinguckt, schon. Und Sie gucken so genau hin, Herr Pastor. Ja. Was sehen Sie da? Junge Handwerker, die nach Dänemark gehen, um zu arbeiten. Und kaum noch Dorfgaststätten, immer größer werdende landwirtschaftliche Betriebe, Massentierhaltung.
Fleischindustrie. Tja. Und oft fehlen die Frauen auf den Höfen. Das war also der Grund für die Anzeige. Einer muss sich ja um die Jungs kümmern. Deshalb haben Sie eigentlich nicht den Hof übernommen. Ich habe Theologie studiert. Weil man als Pastor leichter eine Frau findet, oder? Meine Frau lebt schon lange nicht mehr. Oh, sorry. Ich habe Theologie studiert, weil ich wissen wollte, wie alles zusammenhängt. Und das wissen Sie jetzt? Nee. Na, ein dolles Studium. Ziehen Sie mal die Schuhe aus. Was? Sollen die Schuhe ausziehen? Warum müssen eigentlich alle Städte am Meer immer gleich die Schuhe ausziehen? Nicht so viel meckern, los die Schuhe aus. Also ich glaube, das ist jetzt schon 20 Jahre her. Oh mein Gott, die Paddel haben ja wohl jahrelang keine Sonne mehr gesehen. Also los! Klopfen Sie immer mit dem Staubsauger an? Ich bin hier die Haushälterin und kein Zimmermädchen. Schade eigentlich. Ich will Ihnen mal einen guten Rat geben. Für das Leben hier muss man gemacht sein. Und jetzt nehmen Sie mal Ihre Freundin Stefanie oder wie die heißt, die sich bei meinem Heinrich eingenistet hat. Und sehen Sie zu, dass Sie so schnell wie möglich wieder nach Hause kommen. Ein Bauernhof ist kein Streichelzoo. Das ist harte Knochenarbeit. Danke für das Wort zum Sonntag, Frau Borste. Tante Borste. Na und? Der sieht irgendwie komisch aus. Ich hab dem die Haare geschnitten. Was? Das hat er sich gefallen lassen? Aber das hat er noch nicht mal gemerkt. Der hat dabei sein Vorderrad ausgewuchtet. Und wie ist er sonst so? Tja, lieb. Ja, wie lieb? Jetzt lass du doch nicht alles aus der Nase ziehen. Petra, der spricht nicht. Und wenn du mal den Mund hältst? Immer, du wirst dich wundern, habe ich auch schon probiert. Scheint ein echter Frauentyp zu sein. Ne? Den hat seine Frau vor ein paar Jahren verlassen und der hat ziemlich lange geglaubt, dass die wiederkommt. Ist er aber nicht. So, und jetzt bin ich da. Und jetzt kann er wieder in der Werkstatt und sich um seine Motoren kümmern. Oh, scheiße. Ich habe im Heim angerufen. Stell dir vor, Röschen hat eine alte Schulfreundin getroffen. Hast du Heimweh? Och. Ist ein bisschen wie zu Hause hier, ne? Sogar die Arbeit ist die gleiche. Hör mal, Inge. Ich hab dich hier hochgebracht. Und wenn das alles nichts ist, dann bring ich dich auch wieder runter. Ich meine, ich hab da eine Verantwortung für dich und für die anderen auch. Hör mal, Petra, pass du mal besser auf dich selber auf. Gibt's zu essen? Sisse, genau wie zu Hause. Guck mal, ich habe jemanden mitgebracht. Nicht ganz, ne? Moin. Moin. Ja, dann essen wir draußen, ne? So, Fietje, du bringst die Teller raus und Clara hilft mir mit dem Tisch decken. Ja. Was? Nix, nix. Er ist schon nett. Aber er will ja auswandern. Naja. Ich hab dir schon vor Jahren gesagt, dass das auf uns zukommt. Aber im Kirchenvorstand hast du immer rumgetönt, dass wir eine Lösung finden werden. Ja, die Zeiten haben sich geändert. Wir konnten ja noch nicht mal das Geld für die neue Heizung auftreiben. Aber jetzt ist das Dach kaputt. Verstehst du, was das bedeutet? Abriss. Das ist nicht dein Ernst. Ja, die Bude ist ja nicht mal denkmalgeschützt. Sonst müsste ein Käufer für die Sanierungskosten aufkommen. Aber wer kauft denn eine Kirche? In Hamburg wäre das kein Problem. Die würden daraus einen Supermarkt oder eine Disco oder ein Wellnesshotel bauen. Klaus,
Wir sind beide in dieser Kirche getauft worden. Wir haben hier geheiratet. Ich habe deine Kinder getauft und meine Frau beerdigt. Und unsere beiden Eltern sind von hier aus zu Grabe getragen worden. Ja, wie viele Leute kommen denn am Sonntag noch? 5? An Weihnachten 12? Mal was von Kosten-Nutzen-Rechnung gehört? Ja, Kosten-Nutzen-Rechnung, das sieht dir ähnlich. Mich wundert sowieso, dass die Polizei das noch nicht absperrt. Hier dein selbstgebasteltes Außengerüst ist allein schon lebensgefährlich. Das war's dann wohl. Moment, ich hab da noch eine Idee. Clara, wo fährst du denn hin? Schweine melken. Damit. Ich kriege das Geld für die Sanierung der Kirche nicht zusammen. Also wird sie wohl abgerissen. Und das hat Ihnen der Typ da gerade verklickert? Ja, das hat er sich fein ausgedacht, der Herr. Er könnte sich durchaus vorstellen, im Vorraum der Kirche einen Service Point zu errichten mit EC-Automaten und Service Terminal. Die Bank würde dann Miete zahlen. Auch ein Kredit für die Sanierung wäre kein Problem. Ja und? Ein EC-Automat in einer Kirche. Mein Haus soll ein Ort des Gebets sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Matthäus 21. Das sagte Jesus, als er in den Tempel kam und die Geldwechsler rausjagte. Ja gut, das war vor 2000 Jahren und Sie sind nicht Jesus. Also ich finde die Idee überhaupt nicht so schlecht. Und mit dem Vorhang da hinten, da wird man den EC-Automaten noch gar nicht sehen. Käme auch wieder ein bisschen Laufkundschaft rein. Macht man das im Ruhrgebiet so? Auf jeden Fall haben bei uns schon eine Menge Kirchen zu. Das hier ist ein Gotteshaus. Wissen Sie, was das bedeutet? Hier kommen Menschen her, um mit Gott zu sprechen. In allen Zeiten haben Menschen hier Zuflucht und Trost für ihre Sorgen, Ängste und Nöte gefunden. Also das heißt, Sie können nicht mit Gott sprechen, wenn Sie wissen, dass da hinten hinterm Vorhang ist ein EC-Automat steht. Ich habe Verantwortung für etwas übernommen und Sie reden nur vom Geld, genau wie all die anderen. Ja, klar. Ja, Sie bringen ja auch Frauen hier hoch für Geld. Das Einzige, was Sie interessiert, ist abzukassieren und schnell wieder zu verschwinden. Was aus den Frauen wird, das ist Ihnen doch vollkommen egal. Jesus machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus. Liebe Gemeinde, nicht die gewohnte Sanftmut Jesu zeigt sich hier in der Vertreibung der Händler aus dem Tempel, sondern heiliger Zorn und Eifer für das Haus des Herrn haben ihn erfasst. Derselbe Heiland, der gegenüber Notleidenden und Sündern so voller Liebe und Erbarmen ist, schreitet hier machtvoll ein gegen die Entweihung des Hauses Gottes. Aber das war vor 2000 Jahren. Und heute, hier? Auch ich bin traurig und wütend über das, was ich euch mitzuteilen habe. Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, dann wird diese Kirche abgerissen werden. Das Geld für die Sanierung ist nicht aufzutreiben. Ja.
aufmachen. Was geht jetzt die Tür auf? Tante Borste, wir finden da eine Lösung. Knut, hol mal schnell einen Kasten Bier. Und darum kann ich nur wiederholen, was ich euch auf der Kanzel schon gesagt habe. Sieht aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, dann wird die Kirche abgerissen werden. Das können wir uns doch nicht einfach so gefallen lassen. Wenn du noch 10 Minuten länger geläutet hättest, hätte sich das Problem von selbst gelöst. Dann wäre wahrscheinlich der Glockenturm auch noch zusammengekracht. Sag mal, schämt ihr euch eigentlich gar nicht alle? Und das sagst gerade du, wo du sogar im Kirchenvorstand bist? Ja, der Herr Bezirkssparkassenleiter könnte ruhig mal was aus seinem Tresor an unsere Kirche rausrücken. Unsere Kirche, hör mal, unsere Kirche. Wann warst du denn zum letzten Mal in unsere Kirche? Das geht dich, Halsabschneider, hier wohl einen Scheißdreck an. Das geht auch um das Dorf. Und was ist das schon ohne die Kirche? Ein paar Steine und einige Misthaufen. Ja, aber es geht ja keiner mehr in die Kirche. Die rentiert sich einfach nicht mehr. Pastor, wie viel waren denn heute im Gottesdienst? 4. Aber in der Bibel steht auch, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ja, aber dafür braucht man keine Kirche. Also, wer ist denn dafür, dass das Ding abgerissen wird? Und wer ist dagegen? Herr Pastor? Ja. Tja, also da müsst ihr was tun für eure Kirche. Na ja, das ist ja ganz besonders schlau. Und was denn? Also ihr könntet da zum Beispiel eine Gemeindefete organisieren mit einer Tombola oder so. Ja, oder ein Flohmarkt zum Beispiel. Das ist ja Schwachsinn. Wieso denn? Ich könnte doch das alte Zeug, was ich auf dem Dachboden gefunden habe, verkaufen. Und mein selbstgestricktes und so. Da kommt doch nichts zusammen. Das läuft heute anders. Das passiert über eine Charité oder ein Benefizkonzert zum Beispiel. Ein Benefizkonzert, super. Dann sag mir doch mal eine berühmte Nase, die hier bei euch auf dem Café Lau auftritt. Eben, ganz genau. Aber so ein Gemeindefest, mein Gott, das wäre doch mal ein Anfang. Ja, besser als hier nur rumsitzen und nichts tun. Genau. Also, wer ist für die Fete? Knut gibt Freibier für alle aus. Knut, lass doch mal! Sparkassenfuzzi hat ja nicht so ganz Unrecht, ne? Bisschen popelig ist diese Nummer mit dem Gemeindefest schon. Wir bräuchten jemanden mit richtig viel Kohle, so eine Art Sponsor. Ah, suchen wir den alle nicht schon seit Jahren? Also so baufällig wie die alte Kirche sind wir beide nicht. Ach Mann, wenn ich meinen Job noch hätte, da wüsste ich aber, wo ich das ganze Material für die Sanierung herkriegen würde. Das kann ich dir sagen. Ich wusste gar nicht, dass du so eine eifrige Kirchenmaus bist. Ja, kannst mal sehen, du. Sag mal, Petra, kann ich deinen Bus haben? Ich will noch mit Viti in die Disco. Ich sag jetzt mal nichts, ne? Danke. Drei Tage habe ich nach dem Fehler gesucht. Weißt du, woran das gelegen hat? Die Vergaserdüse war verstopft. Wahnsinn! Was war denn das für Musik? Wann trinkst du gut, ne?
Nee, also doch, klar, doch. Echt? Ja. Fand ich auch gut. Hallo, Clara. Hi, guck mal. Wo ist denn die Mama? Weiß nicht. Wo ist mein Auto? Weiß nicht, ich muss jetzt los, sie möchte mich gleich in Ei legen. Woher weißt du denn das? Das spürt man doch als Frau. Entschuldigung, Heinrich hat angerufen, er ist sehr verzweifelt. Stefanie hat sich in ihrem Zimmer eingeschlossen. Sie wissen noch gar nicht, wo der Hof von Heinrich ist. Na gut, ausnahmsweise. Sehen Sie. Zack. Stefanie, mach doch auf. Stefanie! Sie ist so lieb und fleißig. Und was ich sag, das macht sie. Das ist alles irgendwie, ja, es ist schöner, seitdem sie da ist. Der Himmel ist blauer, der Raps ist gelber. Selbst die Kühe mugen ganz anders. Schön. Hast du sie ja schon mal geküsst? Nee. Aber sie mag das, wenn ich ihr die Hand auf die Stirn lege. Hier, guck mal so. Dann legt sie die Ohren an. Du verstehst mich nicht, Heinrich. Ich mein Stefanie. Ach so, nee, das will ich mich gar nicht trauen. Du hast ja also noch nie gesagt, dass du sie magst. Nee, muss ich das denn? Vielleicht kommt sie dann ja mal aus ihrem Zimmer raus. Ach, von solchen Sachen verstehe ich nichts. Tust du mir gefallen, Heinrich? Ja, sicher. Leg Stefanie doch mal die Hand auf die Stirn. Ja, aber die legt ja nicht die Ohren an. Aber du vielleicht. Pastor, ich bin ein Angsthase. Dann sag ihr das. Komm. Das hilft. Also wenn du jetzt nicht aufmachst, dann trete ich die Tür ein. Ich zähle bis drei. Eins. Zwei. Was ist los? Willst du abhauen? Ganz war ja auch eine Schnapsidee. Ich blöde Kuh mir nur einbilden können, dass das irgendwann mal anders wird. Weißt du, wie sie den Dorf nennen? Den Träumer. Kinder kannst du aber nicht erträumen, die musst du machen. Aber vielleicht kennt er die Spielregeln nicht. Haha, da wäre er aber der Erste. Mann, diese Borste, diese widerliche Person, schrecklich. Aber lieb hast du ihn schon, ne? Ja, sehr. Leider. Ich bin nie allein mit ihm. Echt? Ja, aber du musst die Borste weg. Wie denn, kannst du hexen? Wenn man mich zwingt. Scheiße! Tante Borste! Was machst du denn zusammen? Tante Borste! Was ist denn mit Frau Borst? Sie wollte wohl das Wespennest wegmachen. Und dann ist sie von der Leiter gefallen. Ich muss ins Krankenhaus. Ach was, ist gar nicht so schlimm. Da sind ja gar keine Wespen mehr drin. Heinrich, du weißt, was mit Heike passiert ist. Dann hol ich mal den Trecker, ne? So viel zu langsam, das Ding. Los, pass mir da. Thank you.
Da kann man jetzt einfach gar nichts machen. Hier ist Rauchen verboten. Mann, ich kann diese scheiß Krankenhäuser echt nicht ab. Ich saß schon mal hier. Genau hier. Habe ich auch gewartet, eine Ewigkeit. Irgendwann kam da jemand raus und sagte, wir konnten nichts mehr tun für ihre Frau. Dabei hatte sie nur eine Wespe gestochen. Allergischer Schock. Stefanie? Ich weiß, dass du da drin bist. Machst du mir auf? Geh nicht weg. Hörst du? Ich möchte nicht, dass du weggehst, weil ich dich... Ich bin so froh, dass du... Also seitdem du da bist, ja, da bin ich so froh. Und wenn du jetzt wieder weggehst, dann... Oh Mann, ich kann das nicht. Aber der Pastor hat gesagt, ich muss dir das sagen. Also das mit dem Angsthasen, das. Weißt du, ich habe da noch nie mit jemandem drüber geredet. Ich hatte ja nur die Borste. Weil als meine Eltern gestorben sind, da war ich 8, ja? Und in die Tanzstunde, wo ich vielleicht eine... Da konnte ich auch nicht. Und jetzt bin ich 40, ja? Und ich weiß immer noch nicht, wie... Also bei einer Frau, ja? Wie, wo man... Und was... Und überhaupt, das... Ah, ich, ja, komm, ich sag's dir jetzt einfach. Ich hab noch nie mit einer Frau geschlafen. Ja, und ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ja und, was ist? Nix. Wie nix? Nix. Tante Borste hat nix. Morgen kann sie wieder nach Hause. Sie hat sie überfressen. Was? Kreislaufkollaps, weil sie überfressen hat. Sie hat sich überfressen?
sogar, was ich gefunden habe. Das war von Heike. Nicht so wild. Hab mal eine Stufe stärker. Oh! Und jetzt? Ja, jetzt muss ich wohl zum Sicherungskasten. Ja, aber da komme ich mit. Haben Sie Angst vor Gewitter? Ach, Quatsch. So toll finde ich das jetzt auch nicht. Vorsichtig, die erste Stufe ist ein bisschen kalt. Ah! Danke für den Tipp. Was ist das denn da? Das ist mein Bein, oder? Was haben wir denn hier? Das sag ich nicht. Entschuldigen Sie, ich helfe Ihnen mal auf. Wie wollen Sie das denn machen? Vielleicht nehmen Sie mal den Arm aus meinem Gesicht, mit dem Sie mir die Nase fassen würden. Ach, die war da vorher schon blatt. Sie sind aber ganz schön frech, wa? Mann, hier muss aber auch mal was gemacht werden. Ja. Jetzt ist das Gewitter wohl vorbei. Ja, dann gute Nacht. Entschuldigung, hab dich nicht gesehen, Rudi. Mach ruhig so weiter, da kommt ja einiges zusammen. Willst du mich jetzt verhaften? Das kommt drauf an. Ja, die Kirche kannst du nicht dicht machen, dazu brauchst du einen Beschluss vom Bauamt. Die Allgemeinheit ist ja nicht gefährdet, wenn die zusammenkracht. Außer dir ist da ja nie jemand drin. Schnapp dir mal einen Eimer. Wohnst du nicht seit neuestem mit einer Petra Koslowski zusammen? Wir haben da gestern in Vostrup Holz einen VW-Bus sichergestellt, der als gestohlen gemeldet wurde. In dem Auto lag eine junge Frau und ein Bruder Fitje. Fitje klaut keine Autos. Die beiden haben behauptet, das wäre der Wagen von dieser Koslowski. Als gestohlen gemeldet hat ihn aber ein gewisser Mikis Koslowski.
Der Besitzer. Ist doch seltsam, oder? Was habe ich damit zu tun? Genau das will ich ja gerade rauskriegen. Ja? Mikis. Du warst ja immer für eine Überraschung gut, aber dass ich dich hier in einem Bett von dem evangelischen Pfarrer ausfinde, das ist... Wie kommst du denn hierher? Die Polizei hat mein Auto gefunden und mich dann angerufen. Du hast die Bullen auf mich angesetzt? Das ist ja wohl das Letzte. Ich habe mir Sorgen gemacht. Wegen deinem Auto? Können wir einmal versuchen, normal miteinander zu reden? An mir soll es nicht liegen. Also danke und tschüss, ne? Sag mal, die Sitze sind ja runtergeklappt. Ja, warum wohl? Ja. Was ist das? Das ist eine Quittung über deine Sachen. Der Berghof hat deine Wohnung räumen lassen und die Schlösser ausgetauscht. Das ist doch nicht wahr. Das darf dir doch gar nicht. Wenn du zahlst, bekommst du deine Sachen auch wieder zurück. Ja, und wo sind jetzt meine Sachen? In einem Container. Das ist doch ungesetzlich. Der muss mich doch erstmal rausklagen. Das ist doch... Also, das lass ich mir nicht gefallen, du. Ja, hast du das Geld für den Anwalt? Dieses Schwein. Nee, Mutter. Der ist kein Schwein. Der will einfach nur sein Geld. Aber ich hab's doch nicht, Mann. Weil du mich rausgeschmissen hast, hast du schon vergessen. Komm, immer schön die Schuld den anderen geben. Mutter, ich habe keine Schuld daran, dass du dein Leben nicht auf die Reihe kriegst. Was soll das denn heißen? Du hast nichts gelernt. Du hältst nie was durch. Immer diese Gelegenheitsjobs. Und wenn's einmal ein bisschen eng wird, dann haust du ab. Immerhin habe ich dich mit diesen Gelegenheitsjobs großgezogen, ganz allein. Ja, aber hör mal, weil du das so wolltest. Ich hätte doch gern einen Vater gehabt. Ja, hätte ich in Griechenland bleiben sollen, dann wärst du heute Fischer und nicht der große, oberschlaue Personalchef mit Häuschen und Garten und alles. Ja, mach dir nur lustig über mich. Ich habe mir alles hart erarbeitet. Und das, was ich erreicht habe, das habe ich trotz dir erreicht. Ach, du hast dich also quasi selber erschaffen. Von mir hast du gar nichts. Mann, du hast wirklich null Respekt vor mir. Nee. Woher auch? Sie ist einfach unglaublich. Sie kann sich alles mit mir vorstellen, sagt sie. Dass das einfach so hingehauen hat. Wahnsinn. Das freut mich für dich, Fietje. Und ein Kind kriegst du auch gleich dazu. Ja, Clara ist klasse. Weißt du, und das mit dem Hof, das lernt Helena auch noch. Ja, klar. Sie ist die Richtige, das weiß ich genau. Und schuld bist du, ne? Ich würde dir wünschen, dass du auch noch mal... So schweinealt bist du ja auch noch nicht. Naja, hast ja alles schon gehabt, ne? Und bist ganz zufrieden mit deiner Gemeinde hier. Neuseeland erzählt? Nee, konnte ich nicht.
Clara, komm. Wir fahren zu den Kiwis, wir fahren zu den Kiwis, wir fahren zu den Mal, es tut mir leid. Ja. Warum kommst du nicht einfach zu uns? Dann wäre alles gut. Und Biene vermisst ihre Oma. Ich will aber nicht nur Oma sein. Egal, ob du das gut findest oder nicht. Ich habe mein Leben immer so gelebt, wie ich das für richtig halte. Und das wird so bleiben. Sie in die Kiste gehen. Okay? Schaffst du denn wenigstens, mich in Ruhe zu lassen? Nee. Du bist doch meine Mutter. Uwe? Uwe? Mikes, was machst du denn hier? Ja, du hast doch deine Kneipe nicht gemacht. Du musst halt hierher kommen für deinen Kartoffelsalat. Ja, das ist natürlich genau dein Ding, ne? Was meinst du? Alte Schachteln verscherbeln. Nur, dass keiner für die ja nur 1 Euro ausgibt. Ach, guck mal, Petra, guck mal. Genau so eine Puppe hatte meine Tante Hilde auch. Ach, gut. Ach, komm, mach doch mal gleich normal. Der liebe Gott ist auf deiner Seite. Ja, das sagt man. Hey! Nochmal. Volltreffer. Das glaube ich nicht. Guck mal. Ach. Boah, da hat er aber richtig gefunkt. Da sind die ersten 1.000 Euro fällig. Hauptsache, Fiti und Helena können zusammen. Ja, und Knutlinge sind auch schon wie ein altes Ehepaar. Genau. Und deswegen fahr ich auch wieder mit nach Hause. Ja, und Knut? Knut, der kann sich nicht mehr ändern. Und ich mich auch nicht. Ja, aber Inge... Nee, Petra. Ich gehöre ins Ruhrgebiet zu meinen Leuten. Und Röschen hole ich wieder aus dem Heim. Ich meine, das ist ja immerhin die Mutter von Gerd. Ja, und hier werde ich auch nicht gebraucht, jetzt wo Clara und Helena und Fietje nach Neuseeland auswandern. Was? Ja, der sucht doch schon Käufer für den Hof. Hast du das gewusst? Wo ist der? Lass ihn, Uwe. Das war doch sicher deine Idee, damit du die verdammte Vermittlungsgebühr kassieren kannst. Ach, Quatsch. Aber wer bist du denn, dass du ihm vorschreibst, wie er glücklich wird? Das ist der Hof meines Vaters, meines Großvaters und meines Urgroßvaters. Den du auch nicht wolltest. Ach, was weißt du denn von mir? Was weißt du von uns? Was weißt du eigentlich von Familie?
Du weißt nicht, was es heißt, jemanden zu verlieren, den man wirklich liebt. Ganz im Gegenteil, du verlässt ja die Menschen, die dich lieben. Ich will mein Geld sofort. Du willst dein Geld, aber ich hab nichts. Alles, was ich hatte, steckt da drin. Das kannst du dir von der Wand kratzen. Wiebke, sag nichts, das ist mein Leben. Was heißt eigentlich, das ist dein Leben? Sag mal, das ist mir nicht an! Ja! Nein! Du hast wirklich mal recht. An der Kirche muss dringend was gemacht werden. Wetter schlägt um. Das mit dem Trecker vorhin war wirklich... Also wenn Fiet hier was passiert wäre, ich wüsste nicht... Tja, und jetzt geht er weg mit seiner Helena. Neuseeland ist so weit. Aber er soll es probieren. Er war nicht glücklich auf dem Hof und da muss man dann auch mal umdenken. Sie Automat in der Kirche, na und? Kann ich mir vorstellen. Kannst du dir eigentlich vorstellen? Vielleicht ist es dir auf Dauer ja zu langweilig, aber hier oben kann man eine Menge machen. Trecker fahren oder Motorrad fahren oder einen Hofladen mit Stefanie aufmachen. Wir könnten ja auch so einen Bauernhof, also als Pastor kann ich doch eine Kuh oder einen Esel oder ein paar Hühner. Das kann ich mir alles vorstellen. Alles. Nur, dass du jemals wieder weggehst, das kann ich mir nicht vorstellen.
Über was predigst du heute, Hans-Uwe? Kohelet, Kapitel 4, 9 bis 12. Ach, zwei sind besser als einer, ne? Ja. Und wo zwei zusammen schlafen, da haben sie es warm. Denn einer allein, wie soll ihm warm werden? Ja. Du, wir haben gestern 2.687,92 € eingenommen. Ich meine, das reicht noch nicht für ein neues Dach. Aber es ist doch zumindest mal ein Anfang, nicht? Ja. Wenn es Wurst und Bier gibt, dann sind sie alle da und im Gottesdienst sind wir gleich wieder zu viert. Ach, du denkst zu schlecht über die Menschen, Hans-Uwe. Das sagst ausgerechnet du? Ja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich habe dir noch Hackbraten in den Kühlschrank gestellt. Suchst du mich mal? Vielleicht. Oh. Alten Baum verpflanzt du nicht, hm? Halt die Ohren steif, Kleine. Ich bin ein Kuss von ihrer Oma. Du bist sicher, dass du hier bleiben willst? Du sagst immer, ich soll nicht abhauen, wenn es eng wird. In welchen Schwierigkeiten steckst du denn? Hm? Ganz schöne Schwierigkeiten. Guck mal, das ist doch von uns, von Lammertz. Ja. Was macht der denn hier? Der bringt die Ziegel und die Dämmung und extra Holz hier fürs Gerüst. Komm hier, lad hier ab. Ja, aber was macht? Ja, ich musste da Lagerhalle 4 zumachen und irgendwo muss das Zeug ja hin, muss ja weg. Ja, aber wer bezahlt hat? Ja, sie ist irgendwie als Spende oder Sponsoring oder als Abfindung. Von Lammertz? Mann, du, da aber echt mal die Spendiosen angehabt. Ja, das Schönste ist, er weiß noch nicht mal was davon. Michael. Du bist ja ein richtiger Verbrecher. Wie nennst du mich? Hans-Uwe, das hätte ich dir jetzt nicht zugetraut. Ja, das ist eine Spende, das ist doch unsere Rettung. Und wie wäre es, wenn Sie auch mal was spenden würden? Wo hast du denn den Schlüssel her? Schlüssel? Ist doch was für Mädchen. Fahren wir doch.